Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's wieder mal Food-Favoriten, also Dinge, die ich letzte Zeit super gerne gegessen, gesnackt habe, aber auch was Nützliches vielleicht für euch, für den einen oder anderen, die ein oder andere. Also bleibt gern dran, falls es euch interessiert. Okay, ihr seht schon ein bisschen, ich konnte es gar nicht mehr irgendwie verrücken, deswegen seht ihr ein bisschen schon die Favoriten durchblitzen. Ich beginne mal mit Kichererbsen. Kichererbsen, ja, so sehen die aus. Das sind getrocknete. Ich hole die mal ganz gern in Großpackungen und gebe sie dann einfach in mein Glas, in Vorratsglas und habe das dann immer da. Das ist super wichtig, getrocknete Linsen, Hülsenfrüchte habe ich immer da. Also alles mögliche, rote Linsen, schwarze Bohnen, Kidneybohnen und Kichererbsen und so weiter. Und ich liebe Kichererbsen, weil man die so vielseitig einsetzen kann, aber eigentlich alles genannte eben. Kann man super gut in allem Möglichen einsetzen. Das ist euer pflanzliches Protein, das sehr nahrhaft ist, sehr lecker, sehr gesund natürlich. Und was ich ganz gerne gemacht habe jetzt mit Kichererbsen, also super vieles, aber was ich ganz gerne gemacht habe für mich, das war jetzt so mind blowing für mich. Einmal, also man muss die ja erstmal einweichen, ne, bevor du die kochen kannst und dann weiter verarbeiten. Okay, ich weiß, das ist ein bisschen so ein Hickhack. Man kann es auch in der Dose im Glas kaufen, aber es schmeckt tausendmal besser, wenn man die selber einweicht und dann kocht, weil dann sind die nicht zu weich, außer machen die keine Konservierungsstoffe, meine ich, drin und auch nicht diesen Dosengeschmack etc. Das hat schon Vorteile, ja, deswegen bevorzuge ich das immer. Das ist wirklich nur im äußersten Fall, dass ich mal Dosen oder Glas Kichererbsen etc. kaufe. Für das Rezept, was ich euch jetzt sage, kann man das noch nicht mal benutzen, weil man muss die erstmal einweichen in Wasser. Am nächsten Tag, also ich mache das meistens über Nacht, am nächsten Tag nicht kochen, sondern das Wasser wegschütten, kurz abspülen und dann kommt es in den Mixer und dann kommen eure Falafelgewürze, Kräuter hinein und dann macht ihr einfach Falafel daraus. Für mich war das so, ich wusste das nicht. Ich dachte immer, man nimmt gekochte Kichererbsen und deswegen sind die nie gelungen. Die waren immer zu matschig und nicht crispy außen oder zu trocken. Das ist hier nicht der Fall. Wenn ihr das so macht, wie ich es gerade gesagt habe, also die müssen nur eingeweicht werden und dann in den Mixer rein und die sind roh, ja, roh. Die werden nur durch das Frittieren gegart. Das werden die richtigen Falafel. Oh mein Gott, ich sag euch, das war so richtig bam. So, so geil. Die waren richtig schön knusprig außen. Extrem knusprig, so wie so aus dem Laden, aus dem Restaurant. Und innen schön fluffy. Also es war geil. Ich kann das mal irgendwann machen, vielleicht in What I Eat Today oder sowas, falls ich das demnächst nochmal mache. Das war ein kleines Hickhack, weil ich frittiere nicht so gerne. Das stinkt dann immer alles so in die Bude, deswegen mache ich das ungern. Aber schmeckt halt besser frittiert, ne? Falafel so aus dem Airfryer, aus dem Ofen, das ist schon mal was anderes. Es muss frittiert sein. Jedenfalls, das war so eine Sache, die ich daraus gezaubert habe. Ansonsten koche ich die dann ganz gerne einfach dann gar normalerweise und benutze sie für alles Mögliche. Bowls, überall, wo du eigentlich Protein reinhauen willst, haust du das rein. Du machst irgendwelche Eintöpfe, irgendwelche Curries, da passt das ideal immer, ne? Aber auch nur so geröstet oder angebraten mit Zwiebeln, Knoblauch, irgendwelchen Gewürzen, zum Beispiel geräuchertes Paprikapulver ist immer ein geiles Ding, das dran zu machen. Das hat immer nochmal so geiler Flavor dafür, so ein bisschen was Rauchiges, so richtig herzhaft dann dadurch. Genau, also alles Mögliche. Ich finde die Kichererbse, das ist so mit mein liebstes Produkt. Okay, eine Ode an die Kichererbse war das jetzt. Jetzt als nächstes das hier, das Erdbeerpulver von Koro. Das ist so sensationell geil. Das ist einfach nur, ihr müsst euch vorstellen, gefriergetrocknete Erdbeeren geschreddert zu einem Pulver, vermahlen sozusagen. Das war's. Also das heißt, das ist Erdbeere pur. Natürlich ein bisschen konzentrierter dadurch, weil sie ja gefriergetrocknet wurde. Das heißt, alles ist nochmal erhalten an Vitaminen, das habe ich nämlich gelesen. Allerdings natürlich auch trotzdem ein bisschen konzentrierter auch vom Zuckergehalt. Ist ja bei der Erdbeere nicht so hoch, also bei Beeren generell. Ich weiß, Erdbeere ist keine Beere, aber wisst ihr, was ich meine? Andere Früchte haben mehr Zucker, wie zum Beispiel Banane. Das ist die Zuckerbombe schlechthin. Aber ja, jedenfalls, was ich da sagen wollte, ist dieses Erdbeerpulver. Kann man super gut in alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt, reinmixen. Einfach alles, was ihr wollt. Zum Beispiel in Smoothies, ganz klar. In Porridge habe ich das oft gemacht. Auch für den Kleinen, der mag das ganz gerne. Zum Beispiel könnt ihr auch irgendwelche, was ich jetzt gemacht habe, Polenta Sticks, die liebt er nämlich, der Kleine. Die habe ich dann einfach mal mit Erdbeerpulver dann am Schluss
drin gewälzt. So sensationell geil. Besser als diese fertigen Sticks, die man so kaufen kann. Und es hat einen ähnlichen Geschmack. Und da ist auch Pulver, nämlich wird da auch benutzt. Deswegen dachte ich mir, wäre das eine Alternative. Und das ist auch eine. Dann zum Beispiel einfach alles Mögliche. Genau, ich habe letztens für meine Mama zu Muttertag Donuts gebacken und habe dann eine Glasur gemacht, einfach meinen Zuckerguss mit dem Erdbeerpulver aromatisiert. Das Geile ist, also es gibt die Farbe von dem, es wird alles so schön rosa, aber es riecht und schmeckt auch total erdbeerig, fruchtig. Also wirklich, und es verleiht auch dem Ganzen immer so eine leichte Süße, nicht zu sehr, es ist sehr so fruchtig süß, sage ich mal. Genau, und apropos Erdbeere, ich meine, na klar, Erdbeersaison. Und I love it total. Wir waren auch schon Erdbeeren pflücken auf dem Erdbeerfeld mit dem Kleinen. Der ist dann so richtig durchgekrabbelt. Der durfte dann überall mal zupfen, wie er will. Ne? Das darf er hier auf der Terrasse nicht unsere ganzen Blumen rausreißen, was er ja oft macht trotzdem. Aber da durfte er mal richtig. Das haben wir dann gepflückt, ne? Und dann schön rein in unserem Behälter. Das hat er auch gemacht. Das war richtig cool. Hat voll Spaß gemacht. Hat auch mal zwischendurch genascht. Wer nicht, ne? Beim Erdbeeren pflücken. Aber ja, beste Saison, ich liebe das total. Wir essen fast jeden Tag, ernsthaft jetzt Erdbeeren, zu allen möglichen gemacht. Ich mache die auch immer ganz gerne, wenn die dann schon so am Abkacken sind, nur als Tipp für euch. Dann koche ich die ein, also ich lasse die einfach nur im Topf einfallen, gebe Chiasamen rein, fertig. Die schnellst gemachte, ohne Zucker Konfitüre ever. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch Zucker reinhauen. Aber jetzt zum Beispiel für den Kleinen gebe ich ihm das so und schmeckt total lecker. Der isst das total gerne. Da ist noch ein bisschen, ich kann euch mal zeigen, wie sieht es aus. Das ist hier der Rest nochmal, den wir haben. Ja, das wird dann so schön geleeartig durch. Einfach nur Chiasamen sind das. Nur Chiasamen und Erdbeeren. That's it. Habt ihr so eine Konfitüre. Dann als nächstes ein beliebt bei uns sind hier diese Fusilli von Rewe Bio. Erbsen, also aus grünen Erbsen sind die. Die sind echt gut gemacht. Also die schmecken ganz lecker. Schmecken mir, schmecken dem Kleinen. Der mag eh ganz gerne Hülsenfrüchte. Pasta. Sogar bevorzugt er der Hartweizenpasta. Aber mir schmecken die auch ganz gut. Die brauchen auch nicht zu lange, weil meistens sind die so, so hart, dass du die über die Zeit, also so weit über die Zeit garen musst. Musste hier nicht so sehr. Ich finde die, das passt schon ganz gut so. Vielleicht so ein paar Minütchen nur drüber und dann sind die ganz gut. Ja, schmecken sehr lecker, schmecken uns allen. Dann als nächstes Eissaison. Und ich habe für den Kleinen jetzt in letzter Zeit mal so Stieleis, oder nee, ja doch so Popsicles, so Stieleis gemacht. Und ich hatte keine passende Form. Jetzt habe ich mir doch eine gekauft mal bei Amazon. Ich wollte es euch mal zeigen, weil das richtig cool ist. Das ist so eine Form. So sieht die aus. Und die ist nur so tief, also 3 cm oder so, 3, 4 cm. Und das sind hier die Stiele, genau, so. Alles kann man einzeln nochmal waschen und so weiter. Das ist aus Silikon. Und das Coole an dieser Form ist, ich hatte nämlich letztens schon eine Mini-Muffins-Form gekauft und die war so voll schlecht in der Qualität, so ganz dünn. Und das ist so ein bisschen robuster. Das heißt, du kannst das auch voll gut nutzen, nicht nur für Eiscreme, also selbstgemachtes Eis mache ich dann für ihn, zum Beispiel Eis am Stiel, aber du kannst das auch backen, also du kannst die Form auch nehmen für Muffins eben. Und ich finde, das ist die perfekte Form auch für, wir machen nämlich meine Mutter und ich ganz gerne in letzter Zeit Puto, das sind so philippinische Reiskuchen und die werden gedämpft und das ist auch die ideale Form, das haben wir noch nicht ausprobiert, aber wir werden es auf jeden Fall demnächst machen. Das ist die ideale Form nämlich dafür und die passt genau in meinen Bambus-Dampfgarer. Hinein, genau. Ich freue mich schon darauf, weil das wird gut. Ist echt perfekt, weil die Muffins, Mini-Muffins-Formen, die ich vorher hatte, die habe ich extra noch geschnitten, damit es da so reinpasst, weil die waren nämlich, kam so rechteckig natürlich. Und das ist ideal, so durch das Runde. Genau, also man kann es auch dafür nutzen, zum Backen oder eben für Eis am Stiel. Das kam mir dabei, also es war dabei, ne? Oder alles Mögliche einfach so zum Servieren von Snacks oder sowas, denke ich, ist eigentlich auch eine coole Sache. Nur als Tipp, weil davon bin ich sehr begeistert und das hatte ich nämlich lange gesucht und vielleicht ihr ja auch. Als nächstes, ich mache ja in letzter Zeit wieder, oder ich habe wieder angefangen Sport zu treiben. Yes, ich fühle mich auch so viel besser. Danach, also wenn ich so eine lange Session mache, dann trinke ich immer gerne so einen Proteinshake. Ich weiß nicht, aber ich bilde mir mal ein, dass ich jetzt ein bisschen mehr Muskeln habe. Vielleicht auch dadurch, keine Ahnung, aber ich fühle mich danach auf jeden Fall sehr gut. Und danach habe ich, also nach dem Workout habe ich auch mal Hunger, deswegen passt das mal ganz gut. Entweder esse ich so, also nehme ich diesen Shake oder Früchte oder Nüsse oder einen Joghurt oder sowas. Das ist so mein Post-Workout-Snack immer ganz gerne. Aber ja, den finde ich ganz gut. Den habe ich zugeschickt bekommen von The New. Das ist
New Move, The Natural Fitness Shake, und zwar Vanilla. Es gibt auch die anderen Sorten, habe ich auch schon probiert. Vanilla schmeckt mir am besten, weil es sich am besten auch auflöst, hat keine Stückchen drin und es schmeckt nicht so. Kennt ihr, das ist nämlich mein Problem mit Proteinsachen generell, wenn das so Riegel sind oder etwas, ja. Hat das immer so einen Nachgeschmack, immer so was Trockenes, Ekelhaftes, und das ist hier einfach nicht. Es ist zwar jetzt auch nicht so super künstlich süß, so wie man es sonst kennt. Es ist eher so natürlich gehalten, aber das sagt mir zu, muss ich sagen. Also deswegen, ich finde es ganz gut, wie das ist. Und es ist auch mit Kokosblütenzucker gesüßt, deswegen ist es auch wahrscheinlich nicht so süß. Und es ist Erbsenprotein und ich finde es seltsam, weil normalerweise bei Erbsenprotein, da merke ich das immer. Ist so ein bisschen komisch, aber das ist da nicht. Dann als nächstes Banana Ketchup. Ich weiß nicht, warum da Banana Sauce draufsteht. Das heißt Banana Ketchup. Philippinen. Und das ist ein Ketchup aus Banane. Da. Warum die trotzdem rot ist, fragt ihr euch bestimmt. Ja, sie wurde eingefärbt. Sie wurde eingefärbt, aber es ist trotzdem Banane. Ja. Und das schmeckt ganz lecker. Das ist für mich so Nostalgie. Das kam, hat meine Mutter neulich erst wieder gekauft und hier mitgebracht. Und es ist so für mich so voll Nostalgie. Einfach. Und deswegen mein Favorit wieder. Wir haben letztens Lumpia gemacht, weil unser Kleiner hat seinen ersten Geburtstag gefeiert und haben wir ein bisschen Filipino-Food gemacht. So dumm, ich habe nicht ein Foto vom Essen und nichts aufgenommen vom Essen. Es tut mir so leid, ich wollte euch das mal noch zeigen. Ich weiß selbst nicht mehr, wie es dann aussah und war. Aber ja, wir haben Lumpia gemacht und dazu haben wir das halt auch zusätzlich da gereicht. Und es war einfach so Nostalgie, deswegen wieder Fave. Und dann als allerletztes von Unfished Plant Tuna. So sieht es aus. Da habe ich auch eine ganz große Box von denen zugeschickt bekommen zum Testen. Ich muss sagen, ich war nicht begeistert von allen Sachen. Deswegen habe ich sie euch nie gezeigt. Als ich sie erhalten habe, bei Insta war das. Aber ich habe keine Review gehabt, weil ich war nicht begeistert von allem. Muss ich jetzt immer noch sagen. Also nicht alles ist cool. Ich meine, es ist immer Geschmackssache, aber ich fand nicht alles cool. Aber das hier mittlerweile, doch, das ist ganz gut. Also das ist das, was ohne Geschmack drin ist. Ja, also da gibt es nämlich welche, die noch mit Mayonnaise oder irgendwie verfeinert sind. Das ist einfach nur so im Wasser eingelegt quasi. Und da kannst du halt verschiedene Dinge mitmachen. Da sind es auch abgebildet und ich finde die Idee noch ganz gut. Pasta, Sushi, Pizza, Salat und ein Sandwich. Und genau alles habe ich schon mal gemacht. Ja, eigentlich, ja doch, alles habe ich damit gemacht. Sandwich war erst vorgestern. Und alles ist geil. Also es passt ganz gut. Natürlich muss man ein bisschen mehr würzen. Und ich finde, es hat einen Eigengeschmack. Deswegen, ich bin nicht so, also es ist nicht 100%, sag ich mal. Es könnte fischiger sein. Das fehlt mir. Aber es ist okay von Optik und auch vom Mundgefühl. Und man kann es so gut verarbeiten, also wie sozusagen das tierische Pendant dazu. Aber es hat nicht so original den Geschmack. Da gibt es ein besseres Produkt, ja, von dem das wahrscheinlich viele nicht holen würden, von der Firma. Aber die haben es leider, also they nailed it, sag ich mal. Also das ist original, der Geschmack, würde ich sagen, wie Thunfisch. Hier ist aber alles andere viel besser natürlich. Und der von Vegans auch. Wisst ihr, was ich meine? Der ist auch so von allem anderen viel besser. Von der Ethik, von den Zutaten her auch und alles andere. Das ist nämlich auch eine gute Proteinquelle und hat auch gute Zutaten. Also insgesamt ist es ein ganz gutes Produkt, aber wie gesagt, vom Geschmack her ist nicht 100%. Aber wir kommen da, also man kann es gut verarbeiten wie Thunfisch. Und das hier, wie gesagt, ist so wie in Wasser eingelegt und ich habe schon alles damit gemacht. Also Pasta war geil, auf Pizza war cool, Sushi war besonders gut, fand ich. Und im Sandwich auch. Also sowas. Man muss halt schauen, wie man es macht. Am besten immer überwürzen bei solchen Dingen, dann schmeckt es noch besser. Und wenn ihr diesen fischigen Geschmack haben wollt, oder den Meeresgeschmack, sag ich mal, ja, dann mein Tipp, gebt ein bisschen Nori-Flocken mit dran, dann kriegt ihr das. Oder ein bisschen Leinöl, das ist auch sowas. Oder am besten sogar beides, dann habt ihr es so richtig. Genau, das nur zum Verfeinern als mein Tipp. Genau, das waren jetzt hier alle meine Faves für in letzter Zeit. Vielleicht war was Interessantes für euch dabei. Genau. Ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Jeden Freitag, ihr wisst, 19 Uhr gibt es hier ein neues Video. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Da heiße ich Funny Pilgrim. Bis dann. Tschüss.